Ein Arzt kann Venen erkennen, die haben einen Blick dafür. Ich habe auch einen Blick dafür. Was ist jetzt los mit mir? Sie leiden unter einer Mischung von Stress, Überarbeitung und Erfolglosigkeit. Das müssen Sie abstellen. Sofort! Und da ist sie, Sie haben es erraten. Da kommt sie in voller Größe, die Katastrophe des abgelaufenen Jahrzehnts, die Geschmacklosigkeit der Geschmacklosigkeiten. Augen zu, Ohren zu, Franzi ist da. Der Dylan grätscht noch immer und fährt ein Chevrolet. Der Elvis nimmt als Toter mehr ein als eh und je. Der Bobby kriegt Millionen, nur ich sing fast für nix. Aus jedem Vogel wird was, nur aus mir wird nix. Ich möchte keine Schokolade, ich will in die Hitparade. Ich will ihn nie wieder sehen, ich will in die große Zeh. Rod Stewart, der ist sexy, schon seit 100 Jahren. McCartney darf noch immer, seine Schnulzen sind ein Tor. Jeder steht am Culture Club, nur ich bin ohne Job. Glaub ich einmal, ich bin top. Ist es nur der nächste Flop? Ich möchte keine Schokolade, ich will in die Hitparade. Ich will dich nie wieder sehen, ich will in die große Zehn. In fast jedem Land. Mir bleibt nur das Penthouse und die rechte Hand. Groupies hat auch jeder, bei mir versorgen die Tricks. Aus jedem Vogel wird was, warum aus mir nix? Keine Schokolade, ich will in die Hitparade. Ich will dich nie wieder sehen. Ich will in die große Zehn. Ich will keine Schokolade. Ich will in die Hitparade. Ich will dich nie wieder sehen. Ich will in die große Zehn. Was Romantisches, Mama? Jetzt musst du aufpassen. Schön, schön. Und alles Stereo. Wie schaust denn du heute wieder aus zum Teufel? Mir ist wieder alles schief gegangen, Mama. Das sehe ich, du Trottel. Du brauchst nicht so angeben. Wissen wir überhaupt noch, wie anständige Vene, geschweige denn Arterie ausschaut? Mein Leben lang könnte ich mich erinnern. Wenn's was zum Erinnern gab. Die Zeit kommt schon, Igor. Die Erfolgsgeneration schaut anders aus. Ich hab was für dich. Ein Betthupferl zum Einschlafen. Was denn? Meine allerletzte Reserve. Ein Plasma, Blutgruppe 2a. In der Not frisst der Teufel die Fliegen. Du kriegst nix. Ich geh in Sorg. Oder weil lässt er das grausliche Zeug und dann kann er nicht einschlafen. Nicht so schnell. Muss einen in ein Studio Witze erzählen.
sagt er, kommt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war unser Sendeschluss. Hier noch eine kurze Übersicht über die Programme, die Sie heute nicht mehr sehen werden. Da ist wirklich alles drinnen. Blut, Boden, Gefühl, Märchen, Kitsch. Waren Sie uns endlich mit der Wortschatzübung fertig? Heißt das, Sie haben sich entschieden? Kaufen? Erschießen. Bitte, wenn Sie uns umbinden wollen, was immer noch Geschichte. Ich möchte es nicht sehen. Sie haben wirklich keine Ahnung vom Fernsehen. Na, Sie haben keine Ahnung. Was machen Sie, wenn alle von Ihrem Programm die Nasen voll haben? Zum ORF gehen. Lass ich Schneidstiefeln verteilen. Kostenlos. Und jetzt Abmarsch. In 5 Minuten wird einer da sein. Geldmensch, der ist wirklich an unserem Programm interessiert. Den möchte ich aber sehen. Bei mir nicht. Sage, dass einer nicht sauber.